Wir zeigen eine Fotomontage mit Fotofolie. Dazu brauchen wir zwei Seiten, unsere Kilimbrennpost, die bekannte, und fotofolia.com. Kilimbrennpost und fotofolia.com. Wir suchen eine Vorlage aus. Da nehmen wir, das funktioniert vielleicht ganz gut, ein Billboard, eine Möglichkeit, etwas auf einem Plakat oder so anzuschlagen, ein Billboard. Und beim Billboard, nehmen wir Galerie Lafayette vielleicht oder Taxis und Times Square oder World. Was Ungarisches vielleicht, ja? Ungarisches On the Mountain. On the Mountain, das nehmen wir. On the Mountain, diese Vorlage nehmen wir mal. Wir brauchen dann ein Foto, das holen wir von der Kilimbrennpost, das Titelbild, rechte Maustaste, rechte Maustaste. Bild speichern unter. Bild speichern unter. Rechte Maustaste. Bild speichern unter. Und zwar am Desktop vielleicht. Das muss ich wieder finden. Speichern. Kilimbrenn. Muss man uns merken. Das Foto ist Kilimbrenn. Wenn wir jetzt die Vorlage hernehmen, da können wir ein Foto aussuchen, mit raus, also auf dem Computer suchen und hier Kilimbrenn auswählen, Kilimbrenn öffnen, dann okay. Go. Und schon ist die Geschichte fertig. Wir können es entweder speichern oder teilen, das heißt zum Beispiel auf Facebook oder mit E-Mail versenden. Oder Send a Postcard, das habe ich noch nie ausprobiert. Aber wollen wir das vielleicht einfach speichern? Auf Speichern gehen. Speichern. Speichern. Und dann das reguläre Foto speichern. Dann wird es abgedeckt. Ganz einfach. Die Fotos heißen immer Fotofolie mit irgendeiner Nummer oder Datum oder sonst was. So, das war's.